So, ich stehe hier vor dem Bürgerhaus in Engelhelms. Wir haben uns etwas einfallen lassen. Heute bzw. gestern Abend ist die Wahl zu Osthessens Gardetänzerin 2019 zu Ende gegangen. Und die Siegerin, die kommt hier aus Engelhelms. Das ist die Maike Heil. Und da wir es nicht allzu weit haben hierher, haben wir uns heute gedacht, wir fahren hier mal vorbei und bringen die frohe Botschaft direkt hier ins Bürgerhaus, wo sich gerade die Hofgarde der Karnevalsgesellschaft Engelhelms trifft und zusammensitzt. Die Trainerin Yvonne Ressel hat die Mädels zusammengerufen. Die hat allerdings keiner eine Ahnung, wer denn wirklich gewonnen hat, ob die Maike jetzt Erster, Zweiter oder Dritter geworden ist. Und wir gehen jetzt mal rein und überbringen die frohe Botschaft. Mal schauen, wie die Mädels reagieren. So, guten Abend. Ist das die Hofgarde der Karnevalsgesellschaft Engelhelms hier? Ein Gibt es hier eine Maike Heil? Ja, wir haben uns mal gedacht, wir schauen heute Abend mal hier vorbei. Das hat natürlich einen Grund. Gestern Abend ist die Wahl zu Osthessens Gardetänzerin 2019 zu Ende gegangen. Und wir hatten einen dritten Platz mit 30,5%. Wir hatten einen zweiten Platz mit 32,5%. Und wir hatten einen ersten Platz mit knapp 37%. Es war also relativ eng. Es hatten alle drei Teilnehmerinnen des Finales relativ viele Stimmen. Und die Siegerin des diesjährigen Wettbewerbs, Gardetänzerin 2019, heißt Richtig, die Siegerin des diesjährigen Contests heißt Maike Heil von der Karnevalsgesellschaft Engelhelms. Dafür erstmal herzlichen Glückwunsch dir, Maike. Hast du damit gerechnet? Naja, also ein bisschen, aber ein bisschen auch nicht. Also man hofft irgendwie, aber wir haben ja gesagt, wir feiern auch so. Also von daher, wir haben gesagt, wir feiern auch die Teilnahme. Wie lange bist du schon Teil der Mädels, Teil der Garde hier? Also Garde, boah, das weiß ich gar nicht, wie lange, aber seit 1999 oder so. Also seitdem ich 5 bin, tanze ich schon hier bei den Minis mit. Also schon von klein auf. Das heißt, du hast eigentlich alle Stationen, Dann bis oben mit, genau. du hast alle Stationen so ziemlich durch. Du bist aber auch inzwischen als Trainerin aktiv, habe ich Ja, gehört. das vierte Jahr jetzt, genau, müsste das sein. Was machst du da? Also ich trainiere die Nachwuchsgarde, die Garde praktisch, die jünger ist als wir, die dann aufsteigen zur Hofgarde irgendwann mal hoffentlich. Und da bereiten wir die zusammen mit der Janine, mache ich das, bereiten wir die dann vor auf die Hofgarde. Die Trainerin ist, eure Trainerin ist, glaube ich, die Yvonne. Yvonne, kommst du auch mal ganz kurz zu mir? Genau, Wie lange hast du die Maike bei dir jetzt schon in der Garde? Ich glaube, seitdem sie 5 ist. Seitdem sie 5 ist, das Ja, ist bei ja den lange. Minis, also haben wir noch keine Bei den Garde Minis, getanzt. nee, ja, bei den Minis. Also ich mache ja die Trainiere auch die Minis und hat es schon bei mir angefangen. Genau. Zwischendurch mal in einer anderen Tanzgarde, die ich nicht trainiert habe gewesen und dann wieder zu mir gekommen. Warum hat sie denn den Titel Osthessens Gardetänzerin 2019 in jedem Fall verdient? Jo, also die Maike ist eine ganz tolle Tänzerin, immer dabei, immer gut gelaunt. Genau, sie geht extra früher von der Arbeit, kommt meistens. Sie versucht immer alles auf Auftritten dabei zu sein, weil es ja von der Arbeit immer manchmal auch nicht so klappt. Also man kann sich hundertprozentig auf die Maike verlassen. Habt ihr gedacht, dass die Maike gewinnt? Ja! So, und ihr habt bestimmt auch einen schönen Spruch noch für uns. Da legt mal los. Ja, wir grüßen unsere Maike mit einem dreifach donnernden Engelhelms oder Maike. Hello! Hello! Maike! Hello! Hello! Maike! Hello! Vielen Dank. Wir haben natürlich auch noch was für dich hier. Das ist der diesjährige Siegespreis, die Trophäe. Da muss noch dein Name drauf. Das heißt, ich nehme den nachher nochmal mit. Es gibt irgendwann noch eine Siegerehrung mit den ganzen Sponsoren. Aber du kannst ihn schon mal in die Hand nehmen. Wir haben ihn heute schon mal mitgebracht. Das ist ja so eine Geschichte, die wir sonst eigentlich nicht regelmäßig machen. Heute haben wir es mal gemacht und sind extra wegen dir hier. Bitteschön. Ja, und dann von mir aus auch nochmal. Herzlichen Glückwunsch Danke. zum Sieg und auf eine erfolgreiche Restsaison oder Restkampagne. Habt ihr noch ein paar Auftritte vor euch? Ja, ein Glück.